Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Es gab schon wieder ein Update. Ich mache gerade eben noch mitten in der Nacht den PC an und sehe 60 MB und denke, Release Notes für den 29.05. Und habe noch so eine Kleinigkeit bezüglich Koppel und auch Operation. Achso, rein da. Man sieht ja, wenn man hier reinläuft, man stirbt die ganze Zeit! Was ist denn mit Carsten los? Erst Update, danach Kurbelstein und Operation. Sie haben schon wieder am Input gearbeitet und das war scheinbar auch zwingend notwendig, denn ich habe oft zu Ohren bekommen, dass manches nicht richtig funktioniert. Nach der Premiere-Pick-Bann-Phase, dort wo man die Map wählt, hat manchmal der Knopf für die Konsole nicht mehr funktioniert. Bisschen cockig, aber der nächste Punkt ist noch viel wichtiger. Das Spiel akzeptiert jetzt auch weiterhin die Tastatureingaben, während man eine Scoreboard-Player-Card offen hat. Das hat mitunter zu Problemen geführt, die auch bei mir ankamen. Aber ganz neu ist das auch nicht. Das habe ich schon vor Wochen gehört, dass halt bei verschiedenen Anlässen die Tastatur nicht mehr funktioniert. Also man geht ins Spiel rein und kann nicht laufen. Oder die Maus ist nicht drin und man muss wirklich rumdödeln, bis die Maus wieder in-game ist. Das habe ich jetzt schon öfter bei CS2 mitbekommen. Selbst zum Glück nicht, obwohl doch, ich konnte glaube ich auch einmal nicht direkt laufen. Oder ich war rausgetappt, gehe wieder rein und A oder D war einfach, getoggelt. Und meiner ist dann so durchgehend in eine Richtung gelaufen. War ein bisschen blöd. Aber gut, das war in meinem Fall mit raus und wieder reintappen behoben. Und zu guter Letzt werden die Joystick-Inputs jetzt defaultmäßig ignoriert. Man kann die ganze Sache gerne aktivieren, aber sie schreiben hier selbst, dass CS2 kein Joystick-Spiel ist. Und da würde ich auch zustimmen. So, Lille, Input abgehakt. Ui! Hier wurden wieder Player- und Bot-Names gefixt, wenn man einen Bot übernimmt. Da habe ich beim letzten Mal nicht ganz gerafft, was damit gemeint ist, weil ich ja ausschließlich Premiere spiele oder Matchmaking. Aber in Casual ist dann, glaube ich, kannst du halt auch Bots übernehmen. Das weiß ich tatsächlich von früher noch, aber das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, als ich das erste Mal gelesen habe, dass man Bots irgendwie noch übernehmen kann. Aber ja, die Problematik mit den Namen ist wohl jetzt auch gefixt. Zum zweiten Mal. User Interface abgehakt, Weapon Finishes. Hier wurde auch weitergewurschtelt. Es gab wohl unter gewissen Grafikeinstellungen oder Konfigurationen einfach schwarze Weapon Finishes. Also Skins, die einfach komplett schwarz dann waren, obwohl sie halt irgendwie anderweitig hätten aussehen sollen. Und zu guter Letzt kommt noch MISC. Der erste Punkt hier ist direkt sehr wichtig. Wenn das Counter-Strike Network aus war, wurde man unter Umständen nicht wieder reconnected, obwohl es schon wieder online war. Das sind dann wahrscheinlich diese Momente, in denen du rausgehst und auch Steam einmal komplett außen wieder anmachst und erst dann bist du wieder richtig da. Und tatsächlich ist der zweite Punkt so ein bisschen Richtung Anti-Cheat auch gehend, wobei ich das jetzt nicht großartig in die Ding reinschreiben werde, in den Titel, aber Steam-Accounts, die einen aktiven Account-Lock haben, können jetzt nicht mehr auf Counter-Strike-Servern spielen oder auf secured Counter-Strike-Servern spielen. Das liest sich ja actually gut, weil Leute mit Account-Lock, die sollen ja nicht vor sich hinspielen. Wer weiß, warum die den Account-Lock bekommen haben. Cheats. Und hier am Ende können auch Linux-User aufschreien. Spielt jemand von euch auf Linux Counter-Strike? Wirklich? Und zwar bei der Viewer-Model Bob excessively. Ist halt wahrscheinlich dann so durch die Web gelaufen. Und das war es bereits mit dem Update. Es sind eigentlich wieder ausschließlich Fixes, wie man hier halt überall lesen kann, aber eben auch gern gesehene. Vor allem die zwei Sachen hier finde ich sehr gut. Und natürlich hier oben diese eine Eingabegeschichte. Wir haben aktuell generell, auch wenn es einem vielleicht gar nicht so vorkommt, eine relativ angenehme Update-Lage. Also wenn man bedenkt, dass wir im Februar oder März ein recht großes Update hatten, das war das als Arms Race wieder dazu kam, dann hatten wir im April das große oder relativ große Update mit dem Major und jetzt dann dieses On the Other Hand. Also im Vergleich zu den letzten Jahren in CSGO ist das jetzt schon eine nice Sache. Wobei, ja, halt wie gesagt auch sehr viele Updates kommen, in denen man einfach nur repariert, was man entweder im Vorfeld kaputt gemacht hat oder was halt einfach von Anfang an nicht so ganz gut funktioniert hat. Aber ja, Volvo, gerne weiter so. Ich denke, wir freuen uns eigentlich alle über jedes Update. Und hier noch ein kleines Mini-Update in eigener Sache. Verpasst unser Knife-Giveaway nicht. Auf Twitch gibt's diese Woche noch dieses Knife. Also reinkommen und mitmachen. Heute bin ich auch wieder live ab 18 Uhr am Donnerstag. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Hier stehen auch irgendwo die Einblendungen. Ich hatte ja Kurbelstein angesprochen. Ihr wisst ja bestimmt noch, dass es bereits vor Monaten Leaks zu der Map gab. Und zwar Leaks, in denen Schnee vorhanden war. Da wurde mit Schneepartikeln rumgewurschtelt und viele gehen davon aus, ui, das wird wahrscheinlich diesmal eine Wintermap. Beziehungsweise eine Wintervariante von der Map. Ich denke, da hat wahrscheinlich keiner nicht Bock drauf. Also wenn es schön gemacht ist, why not? Wobei wir uns ja alle einig sind, dass über die Jahre hier bei Cobble leider viele kackige Änderungen durchgeführt wurden, die Awesomeness der Maps so ein bisschen zerstört haben. Wie dieser höchst cockige T-Spawn. Da waren einige ältere Versionen natürlich ein bisschen cooler, was alleine hier die Laufwege halt angeht, ne? Da darf man also hoffen, dass es wieder gescheit wird, bitte. Nun ja, wie gesagt, man hat ja bereits vor Monaten diese Schneegeschichten gefunden. Und gerade vor 2, 3 Videos habe ich euch ja auch nochmal darüber berichtet, dass schon wieder neue Dinge zu Kurbelstein gefunden wurden. Und ja, die Map heißt Kurbelstein, das weiß ja wohl jeder. Und wenn man jetzt beachtet, dass die letzten 3 Operations im November, Dezember und September live geschaltet wurden und Schnee ja meistens in diesen Bereichen des Jahres liegt,
Merkst du was? Könnte es natürlich sein, dass uns die nächste Operation auch wieder gegen Ende des Jahres erwartet und dass genau dann Kobbel kommt, Boom, mit Winterrelease, Schnee und die Hühner haben Hütchen auf. Sowas hier. Das wäre schon ein bisschen nice. Natürlich ist die Faktenlage, obwohl man kann sie gar nicht so nennen, Beweislage dafür extrem dünn. Wir wissen nur, dass auf Kobbel irgendwas mit Schnee gemacht wird und dass die letzten drei Operations halt rauskamen, als es kalt war. Wenn man sie jetzt noch durch den Kopf gehen lässt, dass aktuell ja viel gefixt wird, wir haben es ja gerade eben gesehen, und dass auch weiterhin sicherlich noch einiges gefixt werden muss, könnte man sich ja in seinem eigenen kleinen wirren Kopf eine Roadmap aufzeichnen, die ungefähr wie folgt ist. Es wird erstmal weiter gefixt, dass die akuten Fehler weg sind, Anti-Cheat bzw. Cheater werden weiter angegangen und es kommen noch ein paar Modi zurück, die man sich dann doch nicht für die Operation aufheben will, weil es dann doch etwas arg kockelig wirken könnte, wenn man eine Operation rausbringt und sagt, übrigens, Danger Zone, wow, ist zurück und Flying Scouts, man. Natürlich will man es trotzdem freuen, vor allem, weil eine Operation ja dann auch viel, viel mehr bietet als nur die neuen Modi, sondern diese ganzen Grind-Geschichten, die mit einer Operation halt einhergehen. Aber in Theorie könnte man diese alten Modi ja im Vorfeld schon pressen, vor allem Danger Zone, das ist ja auch eine Sache, da spürt man ja, dass es bald kommt. Es kommen immer wieder Updates oder Fixes genau in die Richtung. Es kommen irgendwelche Leaks zutage, dass am Tablet für Danger Zone gearbeitet wird oder wurde, dass Waffen dafür hinzugefügt wurden und so weiter und so fort. Das könnte man ja dann auch bald rausbringen, ich sag mal in, was weiß ich, 2 oder 3 Monaten. Dann weiter Fixes betreiben, dann ist ja auch schon das nächste Major, das Shanghai Major. Und um diese Zeit könnte man ja in Theorie dann auch mit einer Operation kommen. Ich betone hier aber nochmal, dass diese Vermutungen auf sehr, sehr dünnem Eis aufgebaut sind. Also es ist ja schon fast Geschwurbel. Es ist halt, ja, es war halt, es ist kalt, wenn die Operations kommen und Schnee. Aber naja, das wollte ich einfach noch ausspeichern. Und des Weiteren speichern wir noch geschwind ein Giveaway aus. Es gibt für euch eine StatTrak MP9 Featherweight. Also wenn auch eine MP9 braucht mit StatTrak, das ist klar, die auch gleichzeitig noch sehr clean ist, dann kann man hier gerne mit einsteigen. Man ist automatisch mit dabei, wenn man darauf antwortet, ob man Counter-Strike auf Linux spielt oder nicht. Natürlich wird es auch User geben, die auf Linux spielen, aber also bei uns doch bestimmt jetzt irgendwie nicht viele, oder? Von, weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, von 100 Leuten vielleicht 2, also 2% halt, wenn es hochkommt. Ich habe auf meinem Laptop auch Linux, aber da spiele ich halt keinen Counter-Strike drauf. Wildlands ist aber geil, ist so siedlermäßig. Ja, also einfach Linux, ja, nein. Boom. So, es ist jetzt leider mitten in der Nacht schon, gleich 2. Ich mache das jetzt hier fertig und pumpe es dann so gegen, was weiß ich, 6, 7, 8 Uhr hoch. Wir sehen uns dann heute Abend ab 18 Uhr im Livestream oder im nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen oder morgen. Vielleicht kommt jetzt von Donnerstag auf Freitag auch wieder was Update-mäßiges, mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare. Ach ja, hätte ich fast vergessen, die 3 Kommentare. Moment, ich will doch immer 3 Kommentare vorlesen. Yakuto schreibt, hab echt nur eine Runde Cash gespielt. War nicht so die Liebe auf den ersten Blick, mal sehen, wie die neue Version wird. Okay. Jonel Rotsch. Cash ist einer meiner Lieblingsmaps. Freue mich drauf. Ich mich auch. Und zu guter Letzt Filet. Ich freue mich so derbe auf diese Map. So, jetzt aber vielen, vielen, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, fürs Reingucken, für die Abos natürlich. Ja, haut da rein. Bis später im Stream oder im nächsten Video. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.